Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Donnerstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, kommen wir gleich mal zu dem Thema. Die letzte Folge ist ja gut verspätet gekommen. 3, 4 irgendwie um den Dreh war es, wo die Folge online ging. Und das war natürlich das Ganze von mir nicht so geplant. Aber ich über Nacht dachte mir so, ja, ich abends dachte mir so schon, ja, jetzt laden wir ein Video hoch. Video hochgeladen. War so zu 26% hochgeladen oder sowas und dann plötzlich Bildschirm schwarz, PC aus, Licht aus. Dann war so, okay, was ist jetzt passiert? Nachgeguckt, ach, da war ein Stromausfall. Ja, dann irgendwann der Früh um 3 oder so ging dann der Strom wieder an. Und ja, ich konnte das wieder dann wieder nochmal machen und nochmal noch hochladen. War natürlich nicht ganz so geil, deswegen kam das erst jetzt zu spät. Ich muss jetzt gerade gucken, weil ich kann das jetzt nicht ganz so lange aufnehmen, weil wir haben es, oh Gott, schon 3:45 bei mir, wenn ich jetzt hier aufnehme. Und ich muss heute noch Handy kaufen fahren. Und ja, der Google, ich nenne nicht meinen Namen, aber der Google Markt, wo ich mein Handy kaufe, hat du bist 7 offen. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell die Aufnahme durchballern, schneiden, was essen, dann Handy kaufen und danach wahrscheinlich nochmal hierher, Video hochladen und für das neue Projekt vorbereiten. Machen wir ein bisschen hier Radio an, dann haben wir auch noch ein bisschen Radiounterstützung. Das passt. Ich habe, wenn alles geklappt hat, Multimissions mit draufgenommen. Wir gucken mal kurz nach. Warte, da. Wir akzeptieren den Auftrag. Okay. Es hat geklappt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich werde jetzt die Wiese hier noch, das Feld, noch fertig erwickeln. Und dann werden wir uns gleich mal in den 724er oder 724er Fantasy, glaube ich, mit einem Tridem. Pöker Kragel, Argliner, glaube ich, ist. Oder Cargo Liner, wie man auch sagen kann. Wenn man sagt eigentlich Cargo Liner, ja, ist eigentlich die bessere Version. So, ich bin wieder ein bisschen an den Ballen rangefahren. Oh oh. Okay. Hat zwar nicht ganz so gesund ausgeschaut, aber es hat funktioniert. So, ich glaube, das fällt an sich, aber die Wiese sieht so ganz gut aus. Oh Gott. Ich habe den nicht berührt, nein, nein. Ich glaube, ich habe alles gewickelt. Also ich sehe auf jeden Fall keinen mehr, der wo noch irgendwo grün rausschimmert. Ansonsten bleibt da halt liegen bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt den Fendt da runter schnell fahren und dann werde ich gleich mal die neuen, unter Anführungszeichen, Fahrzeuge schwingen und die dann gleich mal rüberfahren. So, Simple IC habe ich tatsächlich noch nicht mehr drauf genommen, muss ich erstmal auf einer anderen auf einer anderen Testmap, so heißt es richtig, erstmal testen, ob das da klappt. Und dadurch, dass ich jetzt eh hier gerade nur begrenzt Zeit habe, oh, jetzt habe ich nicht geguckt, war was kaputt? Nee. Nee, okay, wir müssen uns beeilen. Ich könnte eigentlich, ich glaube, das werde ich auch einfach schnell machen. Oder? Nee, aber bei so schnell gleich wachsen, den müssten wir eigentlich vorher noch schaffen. Okay, so, ich springe. Der fährt. Oh, wunderbar. Der hat nicht mehr viel, ne? Der hat schon bald, okay, gut. Wo sind die Fahrzeuge? Ah, da. Okay, passt. Tor ist offen, das passt. Ich fahre jetzt erstmal gleich mal den Kollegen runter. Dann Motor an. Das machen wir aus. Das machen wir an. Passt. Okay, dann umleuchten an. Und dann kann die wilde Fahrt losgehen. Alles war knapp. Gehen wir hier in Innensicht. So, passt. Da kommen wir hier runter. Ja, aber ganz knapp. Ganz knapp. So, warte mal, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, das war die 163. Die war doch hier irgendwo. 163, wo bist du? Da. Da müssen wir hin. Okay, das heißt, hier längs, dann darunter, da, hier hinten. Ist das ein Weg? Das ist kein Weg. Oder? Ich weiß es. Ja, es wäre, oder? Ne, es wäre, glaube ich, schon eine Abkürzung. Aber wir fahren jetzt einfach mal hier und einfach mal gucken, und sonst fahren wir halt mal ein bisschen durch den Vorgarten durch. Ist ja auch nicht schlimm, da fährt dann auch kein CP-Fahrer mehr und so weiter.
Zum Glück sind, zu viel weiter, also keinen KI-Verkehr. Zum Glück ist der KI-Verkehr ausgewiesen, Alter. Hund guckt sich mitten auf die Straße. Okay, was soll ich sagen? Macht meine Katze auch. muss ich noch weiter? Ich muss, glaube ich, noch weiter. Orientierungssinn ist schon mal wieder da und ich fahre mitten auf der Straße. Das war natürlich. Passen wir überhaupt drauf? Alter, es ist. Wenn hier Verkehr wäre, Alter, in der echt wäre das. Oh, warte. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ja, wir müssen hier hin. Guten Tag, Herr Fußgänger. Warten Sie mal ganz kurz. Ich will Sie nicht überfahren. Oh. Unangenehm. Hier ist nur 30. Wir können nur noch 25 fahren. Das passt also. Hier müsst eigentlich rein. Ja, hier geht's rein. Tut mir leid, Schilder. Ah, okay, das Schild kann ich nicht umfahren. Gut. Ja, es würde eigentlich gehen. Es ist. Ja, es ist eigentlich. Es wird das eigentlich als Feldweg gekennzeichnet sein. Jetzt. Nein, weil es ist einfach ein Weg. Da rechts ist unsere BGA, und wenn man dann auch noch die BGA, die BGA in den Fermenter machen, ja genau, die Silage in die BGA machen oder in den Fermenter, weil wenn man da noch ganz gut was rumliegen. So, wir müssen jetzt, können wir geradeaus fahren? Ja, ne? Ja, wir müssen auch geradeaus, okay, gut. Ich lasse mal kurz die kleine Karte offen, da sehe ich mehr. Wir müssen welche müssen wir denn jetzt nochmal, warte, wir kommen wir hier längs, ich weiß es nicht, ne? Ah, das sieht mir nach dem Weg aus, das heißt jetzt hier den mittleren, okay, das heißt hier gerade noch weiter und dann runter, okay, gut. So, hier runter. Ja, das sieht gut aus, das passt. So, dann düsen wir mal unseren wunderschönen 25 km/h längs. Das ist aber schön hier. Oh, geht's hier. Ist aber ein bisschen, bisschen im Tal. Ah, hier ist so eine Parkfläche. Okay, hier kann man was abstellen oder was platzieren. Okay. Oh Gott, ist Alter, das war ja ein bisschen knapp. Habe ich mich jetzt verfahren? Nee, oder? Ich muss noch geradeaus weiter. Okay, alles gut. Bäume hängen auch wieder voll in die Kabine hier drin. Alter, das ist ein Acker hier. Der ist komplett schief. Aber ja, okay, kennt man. Also gibt es ihn echt auch. Alter, hier hinten ist es wirklich schön, ne? Also ich muss mal sagen, haben sie sich Mühe gegeben. Auf jeden Fall mit der Landschaft. Das sieht wirklich schön aus. Mit dem Baum, der da drin steht. Hier gefällt es mir schon. Eher. Ich bin nicht falsch gefahren. Ich bin richtig. Okay, geradeaus weiter. Okay, ich muss nur noch geradeaus fahren. Das dürfte ich hinkriegen, aber was machen die da drüben? Gucke ich jetzt dann gleich nach. Ich fahre jetzt erstmal. Ah, warte, ich gucke ganz kurz zu dem Phoenix, weil. Ah. Das altbekannte Problem. Rückwärtsgang mit denen. Ich habe ihm eigentlich Allrad gegeben, aber er schafft es immer noch nicht. Okay, gut. So, viel Spaß. Hat er gesucht, hat ihn gefunden. Passt. Dann. Schnell. Oh, er läuft noch perfekt. Ah, ich hätte. Nee, stimmt. Aber ich wollte gerade sagen, ich hätte gleich den Fendt hinterherfahren lassen, aber ich muss ja noch eine CP-Quest einfahren. Das heißt. Nee, warte mal. Ich hätte ihn eigentlich hinterherfahren lassen können. Ja, gut. Ja. Nein, ist mir. Wobei, nein. Weil wir müssen jetzt zu. Das Zeug muss ja zu Agrazeland haben. Doch, ja, da müsste er eigentlich hin. Das heißt, es sehr selten vorkommt, dass da eine Mission hingeht, aber gut. Ich vertraue dem Ganzen einmal mal. Und ja, da kann ich eigentlich, weil es ist ja in der relativ in der Nähe, wo der Fan gespawnt ist, oder die Maschinen. Bin ich hier noch richtig? Warte mal. Doch, oh. Ja gut, ne? Also, ich glaube, ich bin ein bisschen vorbeigefahren. Ich wäre jetzt hier, wenn ich jetzt nicht geguckt, ich wäre da bald nun gefahren, ich wäre bis zum Map-Ende gefahren und dann erst gemerkt, ach,
muss das Feld hin und dann bin ich schon 5 Stunden vorbeigefahren. So. Ach, der ist mir gerade erst aufgefallen, der hat auch hier seinen Auspuff. Oh, schön mit dieser Klappe oben. Ja, ich weiß nicht, aber ich liebe diese Auspuffe mit dieser Klappe. Das sieht einfach irgendwie geil aus. So, wir klappen das Teil jetzt mal auf hier. Wir fahren ran, wir schalten. Ne, warte, das muss erst aufklappen. Aber wir können schon mal den Kurs machen. Kursgenerierung, jo. Da hat wunderschöne Feld 163. Ja, Vorgewende kennen wir ja, machen wir 20. Oder brauchen wir so viele? Na komm, lassen wir bei 16 mal. Ja, das passt auch. Zack. Alter, mal, ja gut. Sind zwar nicht ganz so viele Bahnen, glaube ich. So, wir können das Teil anschalten und runterlassen. Und dann fahren wir gleich mal rinne. Und somit werden die ersten Kartoffelpflänzchen hier geerntet. Das ist doch wunderbar. Abfahrt einstellen, passt auch. Dann speichern wir den mit Kartoffeln. Ernten. Unterstrich F163. Doch, müsste richtig gewesen sein. Speichern. Okay, ist somit gespeichert. Dann holen wir uns kurz den und die kleine Karte, wir können wieder wegmachen. Kollege, du, ja. Ich weiß nicht, aber er findet immer irgendwie diesen Baum. Keine Ahnung wieso. Aber er mag diesen Baum ziemlich gerne. So, los. Also sind es bei 11 Minuten. Kollege, mach keine Scheiße. Ich glaube, wenn ich den Fendt noch runterbringe, könnte knapp werden. Leute, wieso platziert man hier einfach so zwei Bäume mitten in dem Feld rein? Das ist doch... Oh, ich freue mich schon wieder auf die erste Bahn, oder wenn ich das sehe. Ich habe richtig Bock. Warte, ich helfe dir, Kollege. Okay, ist es dann... Ja, okay, das geht nur. Ich muss halt gucken, dass ich ihn halt nicht zu lange brauche. Mit der Aufnahme hier. Ich will mir zwar auch Mühe geben. Oh. Ja, da war vielleicht ein Baum. Hinter... Oh, ich dachte schon, bleibe ich jetzt auch nochmal hängen. Aber ganz knapp vorbeigekommen. Knapp, aber souverän. Das passt doch. Weil ich hoffe, da vorne kommt jetzt dann kein Baum mehr. Ansonsten... Okay, Bäume kommen, aber die stehen... Soweit ich sehen kann, nicht im Acker. Das wäre natürlich ziemlich schön und angenehm. Weil, ja. Da hinten ist schon wieder die Name Target. Ich weiß nicht wieso, aber. Oh, es klappt, das ist wunderbar. So, jetzt kommen wir nochmal zum Fan. Wo ist er? Da. Dachte mir schon. So. Was, dann Kuppel hat der auch ein Gewicht? Ne, hat er nicht, ne? Ne, hat er nicht. Okay, gut, passt auch. Zack, Anhänger ist dran. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt da Vollgas runterdüsen. Ich kenne ja den Fan hier zum Beispiel schon ein bisschen, weil auf der Gemeinderade fahre ich ja auch einen wunderschönen 724 Vario. Natürlich ein bisschen eine andere Ausstattung und natürlich als Mod. So, warte, wenn wir runterfahren, müssen wir eigentlich hier vorne beginnen. Ich habe schon Fehler gemacht, scheiße. Wartet. Ich kann es noch retten. So, bremsen. Ja, ein bisschen noch vorfahren. So. Schieben wir den Anhänger hier rückwärts drinne. Oder hier links drinne. So. Ja, das sieht gut aus. Passt. Vorwärtsgang drinne. Und dann starten wir den Kurs. Hier. Schön weit ausfahren hier. Gut. Ein bisschen Gruppel da hinten am Bordstein. Muss den Boden noch ein bisschen angleichen. So, den Weg kennen wir zum Glück schon relativ gut auswendig. Das heißt, ich fahre jetzt hin. Und ja. Ich muss das Gaspedal richtig durchlatschen. Aber auch gut aufpassen, dass ich keine Fehler mache. Hier ging es noch nicht rein, es geht eins weiter vorne rein, okay. Hier kann ich schon irgendwo, genau, hier geht es nicht rein. Weg gut ausfahren und dann drinne. So, Verkehr lassen wir aus, weil das hat schon keinen Sinn. Hier fahren wir wieder rein. So, passt auch. Oh Gott,
Ich da muss wirklich aufpassen. Trotzdem, ich habe jetzt zwar ein bisschen eine Eile, aber ich darf trotzdem nicht zu schnell fahren. Weil der Kurs wird hier auf jeden Fall länger bleiben. Und wenn ich den Scheiße eingefahren habe, ich kann ihn zwar dann nochmal einfahren, aber will ich tatsächlich nicht. So, hier ist eine relativ gerade, da kann ich ein bisschen aufs Gaspedal steigen. So hoch hier, ich muss natürlich. Ja, der Weg ist halt auch nicht wie eine Straße schön angenehm, sondern es sind die ein oder andere Bodenwellen drinnen. Und hier. So, warte, hier ging es gerade weiter und dann da vorne rechts. Oder? Ne, ging gerade weiter, okay. Genau, so diese Bäume hier durch und dann muss ich nur noch den Weg an sich folgen. Genau, hier ging es dann den Feldweg über, der wohl relativ eben ist. Da komm hochgefahren, zieh hoch. Dann muss ich das schon gut ziehen, ne? Also wenn er voll wäre, wir werden hier glaube ich nie hochkommen. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie ist hier Rea mit drin, aber ich hab's nicht drin, also. Weiß gar nicht, war der LS? Ja, okay. Ich glaube, ich unterschätze den LS einfach gerade ein bisschen. So, hier oben über die Kuppe drüber. Und dann hier entlang und dann aufpassen, wenn ich am Feld vorbei donnern. Aber ich werde tatsächlich. Ja, diesmal ein bisschen weiter vorne halten. Und umleuchten hätte ich. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Ein bisschen vorbeigefahren, aber ich mache den Anhaltekurs einfach hier. Stopp. Speichern. Schreibt mir das Teil dann nochmal. Ich glaube. Aha. Radset Land. Warte, Laden, ja. Landhandel. Radset Land. Ich weiß nicht, ob man so schreibt, ich glaube nicht. Unterstrich F163. Passt. So. Ja, wir haben tatsächlich heute leider nur 17 Minuten erreicht, aber ich habe es euch ja schon gesagt, ich bin ein bisschen in Eile. Es ist jetzt schon. Oh Gott, ist schon kurz nach 5. Ja. Ich darf ihn für euch schon mal verabschieden, fürs Zuschauen bedanken. Ja, und dann, ich hoffe, die Folge hat euch trotz dessen, dass sie ein bisschen kürzer ist, gefallen. Ab morgen, kann ich euch versprechen, kommen wieder längere Folgen, normal wie 25 Minuten. Mal gucken, ob ich die morgen dann ein bisschen länger mache, die Zeit von heute wieder gut machen. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Donnerstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.